Wenn ihr ein geniales Gerät kennenlernen möchtet, um die Bodenfeuchte in eurem Balkon bei euren Gemüsepflanzen zu messen, dann zeige ich euch jetzt alles, was ihr über den Lumat Digital wissen müsst. Kennt ihr schon den Lumat Digital? Mit diesem Messgerät, mit dem Lumat Digital, könnt ihr die Feuchtigkeit der Erde im Topf von euren Gemüsepflanzen oder von euren Kräutern messen. Der Lumat Digital hat einen Sensor und zeigt euch die Feuchtigkeit oder auch die Trockenheit der Erde an. Und so könnt ihr den idealen Zeitpunkt für das Gießen und auch die Menge des Wassers für eure Kräuter und Gemüse perfekt einschätzen. Ich habe von Lumat den Lumat Digital Feuchtigkeitssensor zum Testen erhalten. Dieser Messsensor ist eben hier so ein Kunststoffröhrchen mit einem solchen Ton- oder Keramikkegel an der Spitze, den man in die Erde stecken kann, und durch Druckausgleich kann dann dieser Sensor mit dem Wasser verbunden die Bodenfeuchte messen. Wenn ihr so ein Lumat Digital für euch gerne verwenden möchtet, dann ist es wichtig, dass ihr zunächst erstmal diese Keramikspitze eine Stunde im Wasser wässert. Hierzu legt ihr einfach diese Spitze in einen Topf mit Wasser. So verschwinden dann die Luftbläschen im Keramik. Das ist wichtig, damit später die Feuchte des Bodens richtig gemessen werden kann. Und erst nach dieser Bewässerungsphase wird dann die Spitze und das Röhrchen komplett noch einmal mit Wasser gefüllt und dann die Messeinheit aufgeschraubt. Dann ist das System auch schon einsatzbereit und ihr könnt ihn dann in einen beliebigen Topf mit Erde oder auch sogar mit Granulat hineinstecken. Die Spitze sollte so ungefähr zwischen Pflanze und Gefäßrand ungefähr in der Mitte stecken und dann auf jeden Fall so etwa 10-15 cm tief eingesteckt werden, also viel tiefer, als man das sonst mit dem Finger messen würde. Wenn ihr jetzt den Lumat Digital eingesetzt habt, dann könntet ihr natürlich sofort mit dem messen. Es ist aber besser, erstmal 1-2 Stunden zu warten, nachdem man ihn in die Erde gesteckt hat, dann erst sollte die erste richtige Messung erfolgen. Zuvor kalibriert sich das System und der Druck passt sich dann einfach in diesem Röhrchen an. Dann wird der Druck ausgeglichen zwischen dem Boden, also der Erde, und eben dem Wasser in diesem Röhrchen. Und je nachdem, wie hoch dieser Unterschied ist, umso mehr Druck entsteht. Ich finde den Ansatz erstmal schon mal ganz gut, denn das hat einige Vorteile. Gerade in Pflanzgefäßen trocknet nämlich die Oberfläche ziemlich schnell ab. Die Trockenheit auf der Oberfläche ist aber gerade bei tiefen Gefäßen immer nur so bedingt aussagefähig, denn tief im Topf kann die Erde schon noch sehr feucht sein. Da kann man natürlich auch die Probe mit dem Finger machen, das funktioniert dann sehr ähnlich. Das reicht allerdings dann natürlich nicht ganz so tief wie bei diesem Stäbchen hier. Da einige Gemüsepflanzen oder gerade auch die mediterranen Halbsträucher oder auch andere Kräuter sehr empfindlich auf hohe Feuchtigkeit oder auch zu viel Trockenheit reagieren, kann der Sensor helfen, dann den Zeitpunkt und das richtige Maß zum Gießen erkennen. Wenn ihr eine Messung durchführen wollt, dann drückt ihr einfach diesen Knopf am Sensor und schon wird das Messergebnis in Millibar angezeigt. Diese Millibar ist der gemessene Druck im Röhrchen. Viel Feuchtigkeit in der Erde reduziert den Druck im Röhrchen, die Trockenheit erhöht dagegen den Druck. Entsprechend bedeuten hohe Zahlen beim Sensor, dass nachgegossen werden sollte. Niedrige Werte liegen bei unter 100 Bar und zeigen, dass eure Pflanze gerade keinen Durst hat. Und so kann man dann hier ganz einfach diesen Sensor einmal betätigen und sieht dann hier ein Ergebnis drin. Wie wir hier sehen, ist jetzt schon ziemlich feucht. Und das funktioniert sogar super schnell, indem ich hier, wenn ich jetzt mal Wasser drauf kippe, sehr schnell, sogar quasi just in time, sehen kann, dass sich jetzt hier die Bodenfeuchte sehr schnell verändern wird und noch schneller weiter runter sackt. So, das heißt natürlich, jetzt an dieser Stelle habe ich super viel Wasser aufgekippt und jetzt sehen wir auch schon, hier geht langsam die Bodenfeuchte runter. Das heißt, jetzt gleicht sich hier langsam der Druck aus und über den Tonkegel wird entweder Wasser angesaugt oder eben mit abgegeben. Ja, und das Ganze funktioniert sehr schnell und so kann man dann eben erkennen, dazu gibt es dann auch eine praktische Anleitung von Lumat, wie die Bodenbeschaffenheit gegeben ist. Und so kann man dann zum Beispiel sehen, dass bei Gemüsearten im Sommer idealerweise so 80 bis 200 Millibar Bodenfeuchte bestehen. Bei Kräuterarten eher mehr, das heißt, hier ist es deutlich trockener, bei den Gemüsearten feuchter. Diese jetzt hier genannten 20 sind natürlich jetzt viel zu wenig oder jetzt nur noch 17, weil das, also hier ist viel zu viel Wasser drin im Boden. Ich habe natürlich jetzt gerade auch unmittelbar hier drauf befeuchtet. Jetzt möchte ich euch ganz gerne nochmal sagen, wie mein Fazit ist nach einigen Wochen im Einsatz. Mir ist aber wichtig nochmal zu betonen, dass ich dieses Feedback auch frei und ehrlich geben kann, auch wenn mir der Lumat zu Testzwecken bereitgestellt wurde. Also nachdem ich den Sensor jetzt über einige Wochen eingesetzt habe, ist mein Fazit sehr positiv.
Natürlich habe ich nicht immer jede Pflanze gemessen, bevor ich gegossen habe. Der Sensor steckte immer einige Tage im gleichen Topf und ich habe dann die Messungen immer vor dem Gießen vorgenommen und dann so ungefähr gelernt, wie dann diese Messwerte sind. Und dann habe ich ihn mal in einen anderen Topf umgesteckt und dann eben so verschiedene Pflanzen nach und nach immer besser kennengelernt. Insgesamt habe ich damit dann doch einiges über den Wasserverbrauch meiner Pflanzen erfahren und war an vielen Stellen auch wirklich überrascht. Gerade bei großen Töpfen war ich erstaunt, dass ich die Feuchte oft viel zu trocken eingeschätzt hatte. Mit den Messergebnissen habe ich dagegen dann weniger gegossen. Meine Pflanzen sehen immer noch sehr gut aus und ich habe insgesamt einfach, glaube ich, auch viel weniger Wasser verbraucht. Und damit habe ich dann natürlich auch wieder Geld gespart. Den Blumart Digital könnt ihr in verschiedensten Online-Shops oder auch eben vor Ort kaufen. Ich habe euch auch einen Link reingesetzt. In Summe ist so ein Messgerät tatsächlich eine große Hilfe und ich kann ihn euch trotz der Anschaffungskosten tatsächlich uneingeschränkt empfehlen. Das war's auch schon. Wenn euch das Thema Bewässerung interessiert, dann schaut mal nach den Urlaubsbewässerungen. Wenn ihr ansonsten Fragen habt, dann lasst gerne einen Kommentar da, dann helfe ich euch weiter. Wenn ihr keine Fragen habt, habe ich es, glaube ich, ganz gut gemacht. Dann lasst mir gerne ein Like da, abonniert meinen Kanal und kommt mal vorbei auf meiner Seite www.gemüse-balkon.de.